Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat sich mit einer lustigen Aktion selbst auf die Schippe genommen. Der Verein ließ am Hamburger Hauptbahnhof 8 große Plakate aufhängen, die den Anfahrtsweg zu seinem Stadion zeigen. Hintergrund: Am zweiten Spieltag tritt der Hamburger SV nach dem ersten Abstieg der Vereinsgeschichte zum Auswärtsspiel in der baden-württembergischen Kleinstadt an. Normalerweise machen wir Plakate nur in der Region. Aber natürlich wollen wir damit auch ausdrücken, dass die Hamburger herzlich willkommen sind. Die HSV-Fans waren ja noch nicht bei uns, sagte Marketingvorstand Dag Heidecker. Laut Bild zahlten die Sandhauser knapp 3.500 Euro für die Plakataktion.